Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. In der letzten Folge haben wir nochmal ein wenig über meinen PC geredet, haben im Allgemeinen nochmal über das Geld geredet und zwei Missioni-Linies geschafft, haben auch eine Schutzweste bekommen. Dementsprechend haben wir jetzt, extrem, holy shit, nee, das mache ich erstmal nicht. Hojos Versuchslabor, Versuchsmonster Stufe 1, Experiment 101. Dein Kampf gegen die Esper hat ausgezeichnetes Datenmaterial geliefert, aus dem ich eine Kampfsimulation programmiert habe. Doch handle nicht unüberlegt. Auch eine Simulation kann tödlich ausgehen. Ja. So wie die Plandemie-Simulation. Ja, wir haben zwei Missionen geschafft. Er sieht auch ein bisschen, oder lag das einfach nur daran, dass beim letzten Mal sehr, sehr viel Eis da war? Wie ich immer am Anfang warte. Und nein, 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 nein. Ja, scheiße, ich habe kein Eis ausgerüstet. Das ist ja so unprofessionell, Alter. Gut. Machen wir halt den Hinterhalt. Der Hinterhalt zieht ja genauso viel ab. Aber mit Eis könnte ich ihn halt betäuben, ne? Das. Naja. Naja. Oh, stimmt ja. Ich hab's vergessen. Okay, der dritte Schlag kann doch tatsächlich treffen, ne? Aber ist eher so selten tatsächlich. Der Fall ist, wie sie mir einfach unnötig schwer macht. Man könnte wirklich drüber nachdenken, sich. Ganz ehrlich, ich glaube, ich lass mich töten. Ja, ich lasse mich töten. Das ist ja so lächerlich, Da verliere ich mir jetzt wirklich unnötig Zeit. Wenn ich Pech habe, kriege ich jetzt DBW. Nein, okay, ja. Ne, da, muss man dann. Deswegen, dafür ist die. Beschreibung der Kämpfe ja einfach da, dass du dann weißt, okay. Packe ich nochmal dies, packe ich nochmal jenes ein. Und dementsprechend könnte man dann auch. Theoretisch. Nochmal seinen. Aha, guck mal, ich habe da sogar Stufe 2. Was ist das? Konzentrationsverstalter. Das ist natürlich geil. Erhöht den Konzentrationsmoment um 1. Das ist dein fucking Ernst, ja. Ich dachte, der multipliziert sich vielleicht nochmal so ein bisschen, je nachdem, wie viel ich so an und für sich konzentrationstechnisch drin habe. Ja, ne, habe ich es gerade gesagt. Man. Ja, hat die Beschreibung und dann geht er halt ab hier. Ne? Da kann man ja dann dementsprechend, alter 800, ja doch, das lohnt sich natürlich definitiv. Jetzt muss ich erstmal darauf schauen, wo der fucking Eiszauber stationiert ist. Ja, so, und dann, das war's dann auch eigentlich schon, oder? Wird vielleicht noch ein, zwei Mal hier magische Resistenz seine Superattacke machen. Bin mal gespannt, ob ich dann dagegen Resistenz habe. Und dann hat sich das, ja, es war definitiv eine kluge Entscheidung, da nochmal rauszugehen. Purgatorium! Wow, schau mich an. Achso, stimmt, kann ich ja skippen. Es hat tatsächlich funktioniert. Oh, du Opfer. Uiuiuiuiuiuiui, das ist ja so bitter. Ah, AP frei wäre jetzt richtig geil gekommen. Reicht es schon? Nee. Soll ich das jetzt machen? Ja, ich muss es ja so oder so machen. Oh, shit. Das ist natürlich so bitter. Du bist gedanklich schon geheilt. Und dann macht er einfach das, ey. Ja, wenn das jetzt, wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre es natürlich eine Ätherverschwendung gewesen. Das wäre natürlich dann nicht so geil gekommen. Unverwundbar, Bitch. Fall aber trotzdem hin, das ist ja doof. Ja, ja, what the fuck? Hör auf mich zu. Hallo. Das ist ja so doof. Wäre da wahrscheinlich noch einfacher, wenn ich einfach stehen bleiben könnte. Ach so, ja. Genau. Ja, 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 komm jetzt hier. Sterberli, ja! Ah, ich muss mich doch mal heilen, falls das Purgatorium kommt. Wow. Oh, oh. MP frei. Yo, das war's. Ja, einfach, ne? Wenn man weiß, wie. Complete resolved. Nein, das Jingle, das kann man sich gönnen. Da bin ich dann einfach immer ruhig. Feuer, ja. Ist natürlich die Frage, wobei. Nee, wahrscheinlich kriege ich das auch nur einmal, ne? Man könnte ja jetzt sagen, mach das immer wieder und dann kriegst du immer wieder Feuer und so weiter. Ja, nee. Auf der Jagd nach Kostbarkeit, Utensiliensuche, einsame Schächte. Ja, da würde ich dann dementsprechend natürlich wieder den Eis einfach rausmachen. Ach so, guck mal, es ist, ja egal, Feuerstufe 2 hatte ich ja schon. Im Original war das ja so, dass die Materia sich gesplittet haben, wenn man sie aufgelevelt hat. Da weiß ich jetzt nicht, wie das hier war. Aber ja, wenn du dann natürlich
genug von dem Scheiß hast, kannst du den natürlich auch theoretisch verkaufen. In einer verlassenen Kohlegrube sollen sich Berichten zufolge Monster eingenistet haben. Weiterhin heißt es, dass irgendwo in den Tiefen ein wertvolles Utensil verborgen sei. Kundschafte die Flötze aus. Ich hab erst Plötze, Fötze gelesen. Kundschafte die Fotze aus. Okay. Ja, ob Sekt da schon Erfahrungen damit gemacht hat. Ich habe gute Erfahrungen mit Fotzen. Ja, der hat ja drei auf der Straße getroffen da. Diese Fanclub-Bitches. Wobei, meine persönliche, die wollen wir natürlich nicht angreifen, die ich mir rausgesucht habe. Aber die anderen waren bestimmt die krassen Fotzen. Ah, guck mal, neue Gegner. Das ist natürlich insofern interessant, weil wir die storytechnisch noch nicht gesehen haben. Ich glaube, die hatten Schwäche. Ja, setzen jetzt das ein. Ich glaube, ja, kann sein. Ich meine, nicht alles, was mit Feuer angreift, hat automatisch Schwäche Eis, aber ja, könnte schon sein. Da kriege ich doch vielleicht den Jutan Sephir ab. Wie wär's? Jawohl. Krieg ich auch noch ein Level Up? Nein, leider nicht. Aber hier. Doch so ein Level Up. Blitzstufe 2. Wie passend. Da können wir aber gleich ein bisschen sehen, wie hoch der Schaden ist. Concentrate. I'm feeling it. Weiß jetzt nicht, ob das schon der erhöhte Schaden war. Ja, so 30, 40, ne? Geht schon. Okay, der hat 300 abgezogen. Vielleicht von hinten angegriffen habe oder so. Zack. Ihr seid, widerstandsfähig. Okay. Da müssen wir vielleicht nochmal ein Limit hinterherhauen. Ja. Oh nein, wer könnte das nur sein? Den habe ich noch nie zuvor gesehen. So. Könnt ihr dann jetzt mal bitte verrecken? Here we go. Go, go, go. Ja, die Animation. Ja, Animationen von diesen Limits wurden tatsächlich beibehalten, ne? Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob sie das wirklich tun, weil, ne, man hat ja nun mal versucht, das Spiel so ein bisschen zu modernisieren und aus gewissen Standpunkten her könnte man, oh, mir ist erst jetzt aufgefallen, wie unscharf die Porträts unten sind, könnte man ja sagen, dass die Limits vielleicht ein bisschen komisch dann aussehen, aber nein, sie haben es tatsächlich beibehalten, ja, zumindest hat man den Engil-Rausch gesehen. So, das könnte entweder gut blitzmäßig sein oder Resistenz. Nee, auch nicht. Mein Gott. Man hofft es einfach nur, ne? Giftblick. Nee. Erstmal gibt's wieder Hiroshima, würde ich sagen. Gut, Napalbomben. Ja. Naja. Es ist halt zufällig, was so soll man da sagen, ne? Ach so, ja klar. Nee, Moment, das kann ich. Ich kann meine eigenen Limits kann ich nicht skippen, oder was? Aber den fucking Ifrit. Wie respektlos ihm gegenüber. Ach, sie setzen auch Blitz ein. Aber so schön. Bin ja eh im Rausch. War ja eh voll. Wäre natürlich dumm, wenn die mich dann irgendwie vergiften oder so. Auf Zustandsveränderung habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ja, aber klar, dann könnte man sich natürlich dementsprechend Allheilmittel kaufen. Das scheint ja spontan erstmal so in diesem Spiel zu sein, dass man sich gesagt hat, nee, du musst die jetzt nicht Gegengift oder so kaufen, kauf die einfach, wir geben denen das Heilmittel einfach direkt. Ist auch natürlich ein bisschen einfacher. Dann muss man nicht 20.000, 30.000 Objekte mit sich rumschleppen. Ja, gut. Meine Portion wurde nicht abgebrochen. Ist dann natürlich auch die Frage. Ob der Giftzustand. Ja. Okay. Ja, dann muss ich es ja wohl nehmen, nehme ich an. Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay, das mit dem Zauber, naja. Ich meine, ich habe sie halt betäubt, aber vielleicht hätte ich das auch mit einem normalen Angriff machen können. Da weiß ich jetzt nicht, wie schlau das von mir war. Okay, das ist jetzt aber auch dann tatsächlich nicht mehr so weit, fairerweise. Es waren jetzt nicht viele Kämpfe, aber die haben natürlich viel ausgehalten, Lied. Jawohl! Ah, das wird wahrscheinlich eher wieder ein Level-Up sein. Wobei. Ja, was würde Aerith machen? Das ist eine gute Frage. Schätzungsweise irgendein Heilungsshit, Regina oder sowas. So, ja, schön ausgewichen. Ja, dann machen wir das mal. Nein, jetzt soll ich wieder den anderen angreifen. Ich meine, ja, wie gesagt, es scheint ja, wie wir in Erfahrung bringen mussten,
Ah, ich bin vergiftet. Ah, das ist jetzt sehr dumm. Keine Möglichkeit zu geben, Manuel das Ziel zu wählen. Ich meine, es ist schon sehr intuitiv und so weiter, aber naja. In manchen Situationen könnte es natürlich besser sein. Dann. Weil es gibt diese unglücklichen Momente, wo man dann auch einfach, wie gesagt, andere Ziele angreifen möchte. So, ihr macht jetzt wieder unterschiedliche Kackscheiße. Das Gift, Leute, das Gift. Eieiei. Trifft gar nicht, ne? So, wer war denn jetzt? Ich glaube, der Kollege, das war der Angeschlagene. Das wäre natürlich dann MP-frei, ja. Ich hab zu viel gespammt. Ich hab zu. Und die waren zu weit auseinander. Die waren zu weit auseinander. Okay, aber ja, das. Ja, und dann natürlich die Tatsache, dass ich vergiftet war. Das hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass ich dann, dass gewisse Sachen noch einfach nicht durchgegangen sind. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Konnten wir ja vorher nicht wissen, dass die kommen. 200, ja, ne? Das, man sieht jetzt auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt nicht so gut. Okay, da klingelt's. Ich gehe mal kurz ran. Natürlich war das wieder eine Auschwitz-Schablone, die wollte, dass ich für den Nachbarn ein Paket entgegennehme. Ist ja klar, ne? Weil diese... Ich wohne ja ziemlich weit unten, für eure Informationen. Und diese Fotzenknechte müssen natürlich... Klingen natürlich erst immer bei den ganz unten. Ne? Weil das ist ja bequem, ist ja bequem. Man ist so gearscht, wenn man unten wohnt, ey. Okay, was würde ich sagen? Ja, und zwar könnten wir jetzt theoretisch, weil wir zweimal Feuerstufe 2 haben, die Feuermateria verkaufen, wenn ich es denn irgendwie mal gebacken kriege. So, genau. Ja. Das ist leider ein Utensilienladen. Der nimmt den Scheiß nicht an. Ne? Der sagt sich, tut mir leid, aber... Ich bin Polizist, kein Feuerwehrmann. Ich weiß mit den Dingern nichts anzufangen. Also müssten wir natürlich erstmal einen Materia-Shop finden, storytechnisch. Hatte ich eigentlich mir dieses kostenlose Shinra-Accessoire abgeholt? Ja, ne? Das war... Ja, keine Ahnung, was das war. Ja, also das war jetzt so meine Idee natürlich. Das dann zu verkaufen, um dann doch noch Plus machen zu können. Aber aktuell... Sieht das ja leider so aus, als würden wir hier ordentliches Minus machen. Klar, ne, Levels und so weiter. Oh, wow, natürlich klingt jetzt das Handy. Das hat doch jetzt mindestens 2-3 Minuten gedauert. Nun, da hat mich eine Fotze wieder sabotiert. Das wird ja wieder nichts mit dem Folgenende hier. Aber ja, es ist vielleicht jetzt auch einfach eine zu harte Mission. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir hatten es ja eigentlich fast geschafft. Es war halt der... Okay. Fucking Giftzauber. Eieieiei. Warum hat denn das jetzt so viel abgezogen, ey? Holy shit. Natürlich bin ich vergiftet. Nee, ganz ehrlich, bring mich um. Ja, mein Gott, Alter. Sephiroth. Immer wenn man dich nicht braucht, weißt du? Ja. Ja, das ist schon nervig. Das ist einfach schon nervig, dass man das da, ja, nicht skippen kann. Da war sogar ein Crit bei. Interessant. Bring mich um. Das ist zu hart. Wir machen es natürlich wegen den XP, aber ein Stück weit auch wegen des Geldes wegen. Und das, ja, ist einfach... Es soll noch nicht sein, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich aufzuheilen. Zumindest die HP werden ja aufgeheilt. Okay. Monsterjäger Sack. Die Jagd beginnt. Rückkampf gegen Ifrit. Ja. Warum das jetzt nicht in der Kategorie Versuchslabor ist? Naja, okay. Ja, nee, das. Dann würde ich sagen, war es das ja schon, oder? Revanche der Schutztruppen. Wie gesagt, das war beim letzten Mal schon sehr, sehr kritisch. Von daher, nee, ganz ehrlich, dann würde ich es jetzt an dieser Stelle erstmal dabei belassen. Und dann, ja, machen wir spontan
gesagt, in der nächsten Folge wohl mit der Story weiter. Ja, ne, haben wir uns jetzt so eine gute... Ich kann ja schon mal dahin laufen. Mal gucken, wo war's, wo war's? Ich glaube hier lang. Nee, fuck. Ich hatte so gehofft, dass ich recht habe. Natürlich mussten wir den Orientierungslosigkeits-Gag wiederbringen. Da konnten wir uns eine schöne, schnackelige Stunde, ein, zwei Stunden damit beschäftigen, ne? Ja. Also klar, wenn wir jetzt richtig hardcore wären und so weiter, könnte man es, wie gesagt, unter anderem nochmal mit den Schutztruppen versuchen. Aber geldtechnisch sind wir ja, wie gesagt, richtig am Arsch. Von daher war das echt so weit weg. Oh, wow. Ich hatte gehofft, dass es da Bahn... Nee, Moment, da, genau da wollte ich ja nicht hin. Hä? Dein Ernst jetzt, ja? Da bin ich tatsächlich einmal rumgelaufen. Hm. Na gut, ja. Wie gesagt, je nachdem, wie ich Lust habe, werden wir dann... Werde ich das dann erstmal hochladen und dann erstmal wieder ein, zwei Wöchchen Pause machen, je nachdem. Ja, da wollte ich hin. Ich hab's auch vor Augen gesehen, aber bin halt nicht hingekommen. Ach, warte mal. Da muss ich ja... Das war mir nicht mehr bewusst. Also mir war schon bewusst, dass es... Es gibt hier im Shinra-Gebäude noch eine Mission, weil das Gebäude angegriffen wird. Sorry für den kleinen Spoiler. Aber dass ich da... Ich hatte jetzt gehofft, dass ich da direkt wieder hingeportet werde. Na gut, was auch immer. Ja, dann schauen wir uns am Anfang der nächsten Folge vielleicht nochmal hier um. Reden so ein bisschen mit den Leuten. Und schau mal dann, ob wir vielleicht in der nächsten Folge schon Genesis finden können. Ja, ansonsten, ne, falls ihr bei irgendwelchen Lieferdiensten arbeitet, hört einfach auf mit der Scheiße. Ich meine, ich habe durch den Spion geschaut, habe gesehen, das war schon was Größeres, Längeres. Okay, ich kann das natürlich auch aus gewissen Standpunkten verstehen, dass man dann, man muss die Scheiße ja auch hochtragen und so weiter. Ne? Da hat man jetzt natürlich nicht unbedingt Bock, im 10., 12. Stockwerk oder so zu klingeln, verstehe ich, ja, aber man muss dann halt auch mal mich verstehen, weil es ist ja auch nur mal so, dass wenn es um die eigenen Pakete geht, ist keine Sau da, ja, aber man selber soll und vor allem, es sind auch immer so, vergiss es, ich wollte gerade sagen, es sind immer so utopische Uhrzeiten, ja, gut, 14 Uhr ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe auch schon erlebt, dass dann irgendwann um 10 Uhr geklingelt wurde oder so. Ja, manch einer hat vielleicht auch Spätschicht oder Nachtschicht gehabt oder irgendeine Scheiße, ja. Oftmals sind es halt wirklich auch einfach kleine Pakete. Und also quasi die dann... Ja, nee. Das ist ja Schwachsinn. Ich wollte gerade sagen, die werden dann in den Briefkasten bestellt, aber uns sagen sie Bescheid. Nein, das ist noch nicht passiert. Also, wenn schon... Da mussten wir die Scheiße abgeben. Es ist natürlich auch vorgekommen, komischerweise, bei eigenen Paketen, dass man dann selber zu Hause war und man hat darauf gewartet. Ja, man hat vielleicht auch am Fenster geschaut und dann ist man nachmittags an den Briefkasten gegangen und dann stand da, sie war nicht zu Hause. Ja, ihr kennt die Geschichten selber. Ich glaube, mittlerweile ist es auch besonders bei DHL zur Meme geworden, dass die sich da wirklich keine Mühe geben. Was natürlich auch daran liegt, das war jetzt auch so ein Beispiel, dass da auch immer mehr, jetzt geht das wieder los, aber es ist halt so, immer mehr Ausländer da arbeiten und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein bisschen daran liegt, ja, dass die da auch oftmals nicht lesen können, ne? Ist auch schon vorgekommen, dass unsere Pakete bei jemand anderem gelandet sind, also entweder bei uns oder zwei, drei Aufgänge weiter. Weil ich habe jetzt nicht den exotischsten Namen, um das mal vorsichtig auszudrücken, ja, und dann, ja, dann wirft man das Paket auch einfach irgendwie zwei, drei Blöcke weiter irgendwo hin, ja, und dann musst du deinem eigenen Paket hinterher rennen, obwohl du deinen Briefkasten ja richtig ausgeschildert hast und so weiter, weil sie halt nicht lesen können oder sonstiges. Und vor einigen Monaten ist auch tatsächlich ein Paket von mir im Blumenkasten gelandet. Habe ich auch... Es war eine lustige Geschichte. Traurige Geschichte. Ich habe jemanden bei Patreon abonniert und da das Paket dann aber erst 3 Monate später kam, habe ich es vergessen und dann hat es hier geklingelt. Ich habe es erst nicht entgegengenommen, weil ich wieder dachte, es wäre für den Nachbarn und dann habe ich... Ich wurde ja auch aus dem Schlaf geklingelt. Das war wieder so ein Moment, wo ich
wo ich quasi tagsüber geschlafen habe und der hat dann irgendwie um 10:30 oder so geklingelt und ich war da, hab da erst 1-2 Stunden geschlafen oder so. Und dann bin ich ins Wohnzimmer, hab aus dem Fenster geschaut und hab dann halt gesehen, wie er versucht hat, das Paket auf meinen Balkon zu schmeißen, was aber nicht ging, weil ich ein Katzennetz hatte, habe. Und dann hat er es tatsächlich in den Blumenkasten gepfeffert. Ich bin dann natürlich richtig aggressiv im Halbschlaf raus, weil ich ja dachte, das wäre für den Nachbarn. Und bin dann da quasi, weil ich quasi, ich bin, man kommt ja auch dann, wenn man ein Katzennetz hat, von seinem eigenen Balkon auch nicht an den Blumenkasten. Ich musste von außen, musste ich auf das Geländer robben, im Halbschlaf, hätte mir auch alles Mögliche brechen können. Hab dann mir das Paket geschnappt, bin dem dann noch hinterhergerannt, weil der gerade mit dem Auto um die Ecke gefahren ist. Und hab den dann noch erwischt, hab auf seinen Wagen gehauen, dann ist er angehalten und dann habe ich ihm das scheiß Paket wieder ins Auto geworfen, nur um dann wenige Tage eine E-Mail kriegen zu müssen, in der stand, dass das eigentlich mein Paket war, ja. Ich habe dann natürlich versucht, das Paket wieder zu beschaffen, aber es hat leider nicht funktioniert. Ja, muss man sich mal gönnen. Und das war halt, wie gesagt, auch so ein Ausländer, ja, der hatte dann wirklich, anstatt da, wie man es ja normalerweise macht, irgendwie so einen Zettel reinzumachen und zu sagen, wir konnten sie nicht erreichen, war der so angepisst, dass er das, also, dass er mir das einfach in den Blumenkasten, in den leeren geworfen hat, ja. Und ich meine, es war, wie gesagt, 10:30 ungefähr, da kann man auch tatsächlich schon mal nicht zu Hause sein. Und das hätte ja dann potenziell, wenn ich jetzt in der Schule oder sonst wo gewesen wäre, hätte man das ja klauen können, ja. Absolut lächerlich. Also wirklich die Lieferdienste in Deutschland, ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Ländern ist, ja, aber die, so als Deutscher kann man natürlich nur darüber urteilen, was im eigenen Land passiert, aber das ist wirklich unter aller Sau. Ja, hey, haben wir wieder mal überzogen, ne? Ja, was soll ich sagen? Hat halt bei mir geklingelt, hat mich angekotzt. Also musste ich das jetzt mal wieder loswerden. Auf jeden Fall, ja, bin ich halbwegs zufrieden. Ich hätte jetzt, war schon so in der Stimmung, noch ein paar mehr Missionen zu machen, aber was soll ich sagen, ist halt dann doch einfach zu schwer gewesen, hat mich in finanzielle, fast in den finanziellen Ruin getrieben und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja auch so ein bisschen Plus machen, weil wir ja auch schließlich in Zukunft dann noch andere Märkte begutachten dürfen und da möchte man sich ja auch vielleicht irgendwas kaufen, ja. Aber was die Defensivwerte angeht, mein Scholli, mein was sagt man, alter Schwede, meine Herren, das wollte ich sagen, mir ist irgendwie alles gleichzeitig eingefallen. Das sind, denke ich mal, Werte, auf die man definitiv stolz sein und aufbauen kann, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn ihr irgendeine abgefuckte Liefergeschichte habt. Vielleicht hat euch das ja jetzt mal motiviert, mir jene, sie einfach zu teilen. Ja, würde mich mal interessieren, ob ihr da bereits ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Wie gesagt, vom Nachbarn klingeln über, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, über, ja, wir konnten sie leider nicht erreichen, obwohl du den ganzen Tag zu Hause warst. Über Verspätungen natürlich, über falsche Abgabe bei irgendwelchen Leuten, die 2-3 Blöcke weitergelebt haben, weil man einfach zu dumm war, den Namen zu lesen. Und das war, wie gesagt, das Krasseste, dass mir die Scheiße einfach in den Blumenkasten gelegt wurde, ja. Absolut lächerlich. Ich meine, das war jetzt in meinem Fall, war das einfach nur so ein Fanartikel von, wie gesagt, einem YouTuber, dem ich auf Patreon folge. Das war so ein Poster. Es hätte jetzt aber natürlich auch ein 60-Euro-Spiel sein können. Ja, nur mal so. Weil das hatte ja dieselbe fucking Größe. Das, ach, wirklich lächerlich. Aber auch natürlich gewollt, ne? Man vergrault ja nun mal das eigene Volk. Man möchte ja, dass die sich auch alle miteinander vermischen und so weiter. Billige Arbeitskräfte und, ja. Wenn man einfach in Deutschland arbeitet und kein Deutsch kann und auch grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat, aber parallel dann die, naja, man kann man dann sagen, dass die, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre ja noch bitter, wenn solche Leute dann zusätzlich noch 1.000, 2.000 Euro
extra kriegen würden aufgrund der Tatsache, dass sie halt Asylant sind. Ich weiß es nicht. Also ich mag mich da jetzt nicht, ich mag ja auch nicht wirklich nicht ungerecht an die Sache herangehen, ja. Aber ich denke, es wird immer schwieriger, das wirklich vernünftig thematisch anzugehen und man muss sich wirklich immer mehr eingestehen, dass es nun mal ein Fakt ist, dass dieses Land zugrunde geht, gewollt natürlich, und das ist einfach sehr, sehr traurig. Das ist einfach sehr, sehr traurig und deswegen ist es mal wieder mal eine Erwähnung wert gewesen. Ja, der Mutterficker, ja, hat mein Let's Play jetzt sabotiert. Ich meine, wenn wir den Polen schon dafür bestrafen, den Ukrainer, was auch immer, dass der da während meiner Aufnahme bohrt, dann müssen wir uns natürlich auch um diesen türkischen, arabarianischen Typen kümmern, der einfach mitten im Let's Play klingelt. Ja, es war jetzt eine knappe halbe Stunde, die ich gespielt habe, ja. Eine knappe halbe Stunde. Es war auch wieder zu viel verlangt, oder? Wirklich Wahnsinn, wie die Leute das immer schaffen. Und natürlich, ich meine, warum muss man Pakete entgegennehmen? Weil Leute was bestellen. Natürlich muss man an dieser Stelle auch noch die Fotzen kritisieren, die ständig irgendwas bestellen und nicht da sind. Ja. Es ist auch so lächerlich. Wir haben hier wirklich Leute, und ich glaube, das war wieder die. Wir haben hier Leute, die auf regelmäßiger Basis scheiß Pakete bestellen, ja. Und dann einfach nicht da sind. Wenn ich mir was bestelle, dann versuche ich das doch gefälligst einzurichten. Natürlich kann man das nicht hundertprozentig machen, weil es kann sich ja verspäten und so weiter, aber in den meisten Fällen kriegt man doch nun mal ein Lieferdatum. Man wird in den meisten Fällen nochmal vorher benachrichtigt. Hallo, wir sind in wenigen Stunden da. Und dann könntet ihr muttergefickten holocaustrianischen Inzest, Auschwitz, Pimmelarsch, Ficker, Fotzengeburten es doch mal bitte gefälligst einrichten. Ihr habt etwas bestellt, dann seid verfickte Scheiße nochmal da und geht mir nicht auf den Sack. Okay? Also so sehr ich hier die Lieferdienste kritisiere, so sehr muss ich natürlich auch die Arschgeburten kritisieren, die hier ständig irgendwelche Scheiße bestellen, ja? Mein Gott, ey. Am Ende des Tages hasse ich Menschen. Habe ich, glaube ich, in diesem Let's Play noch nicht gesagt, falls ihr neu seid. Ich hasse übrigens Menschen. Ja, es ist mir egal, ob ihr Ukrainer, Deutsch, Russisch, Polnisch seid. Es ist mir egal. Ich hasse euch alle, okay? Hört einfach auf, mir auf den Sack zu gehen, Mann. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya. Also, Korrektur. Ich hasse nicht Menschen, sondern ich hasse die Leute, die draußen rumlaufen. Das sind ja keine Menschen mehr. Das sind egoistische, oberflächliche Missgeburten. Die haben gar nichts mehr mit Menschen zu tun. Das sind ja für mich Roboter. Das ist aber natürlich, man muss sich erstmal daran gewöhnen. Ja, es sind für mich keine Menschen. Natürlich, Leute, die menschlich sind, die sind auch in Ordnung. Aber das sind ja keine Menschen. Die sind kernbehindert, die können nicht mehr bis 13, sind oberflächlich, kriegen einfach gar nichts gebacken. Parallel sind sie aber irgendwie egoistisch und arrogant. Obwohl sie nichts können, denken sie trotzdem, sie wären die Größten und sie stürzen uns alle in den Ruin und so weiter. Das sind keine Menschen. Also wenn ich sage, dass ich Menschen hasse, dann meine ich eigentlich, dass ich euch hasse. Weil ihr seid ja keine Menschen, ihr seid ja Roboter. Aber wie man sich vorstellen kann, ist es natürlich sehr, sehr schwer, sich da Es ist klobrig, das dann immer so auszudrücken, ja, das ist eigentlich seid ihr Roboter. Eigentlich haben wir ja denselben biologischen Körperbau und so, zwei Augen, Nase, zwei Hände, zwei Beine und so weiter, aber das ist, wie gesagt, das Einzige, was uns wirklich verbindet. Eigentlich seid ihr Roboter, ihr seid keine Menschen. Also wenn ich sage, ich hasse Menschen, dann sage ich eigentlich, ich hasse Roboter, ich hasse euch, so, ja.